Liebeselement Luft, Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Hier kommt euer großes Blatt für die nächsten 4 Wochen. Wir gucken uns kollektive Themen an. Es sind auch die anderen Elemente da zum Angucken. Also ihr könnt auch Aszendent oder so angucken, ne? So. Aber euch hat sich der Ring umgedreht und die Schlange. Ihr habt wahrscheinlich die nächsten 4 Wochen ordentlich zu tun, euch etwas aus verstrickten Situationen rauszuwinden, euch eventuell Gedanken zu machen über eure Mutterthemen, über eure Elternthemen. Es geht darum, dass ihr vielleicht auch etwas in Erfahrung bringt, mit dem ihr so nicht gerechnet habt, oder ja, dass ihr irgend so ein Wissen kriegt, das euch weiterbringt. Ich sehe die Kontakte hier. Es kann sein, für einen oder anderen klopft die Vergangenheit mal an, oder es gibt viel zu tun im Bereich Eltern, Elternfürsorge, Elternthemen. Kontakte, die mit einer speziellen Person zu tun haben, die bei euch im Haus des Hauses liegt. Das kann jemand aus der Vergangenheit sein, das kann eine Autoritätsfigur sein. Es kann aber auch darum gehen, sich vertrauensvoll zu äußern. Möglicherweise zeigt sich hier eine Person, die euch, Person, Pärchen, eine Möglichkeit zu einem neuen Mietvertrag oder zu einer räumlichen Veränderung ermöglicht. Ja, es geht sehr, sehr stark um Auswege, um das Beenden von Irrwegen, auch vielleicht nur ein Schlupfloch. Wir haben hier im Haus der Schlange die Wege drin. Also es geht darum, einen anderen Weg zu gehen, Unklarheiten aufzulösen, eine falsche Richtung zu erkennen. Und ich habe es hier nochmal, es gibt sehr viele Themen, die könnten mit Entscheidungen zu tun haben, die nicht für euch sind. Also es geht hier speziell um Veränderungen an allem Vertraglichen, Verbindlichen. Es sind plötzliche Neubeginne, die zur Veränderung führen. Die Veränderungen an sich liegen hier im Hause der Blumen drin, ne? Das kann jetzt hier sein, dass du etwas Kleines änderst, dass sich plötzlich etwas Kleines zeigt, das dich in die Veränderung bringt, das dir auch mehr Klarheit gibt. Ich habe so die nächsten 4 Wochen für dich, dass du sehr viel auflöscht, was dir einfach nicht im Sinn war, ne? Also es kommen so Momente, da denkst du, okay, 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 das wird mir klar, das wird mir klar. Da finde ich jetzt ein bisschen Licht in meine Lösungen. Da kommt die Sonne ein bisschen durch. Möglicherweise kannst du hier auch viel zu tun haben mit Korrespondenz mit Ämtern oder Behörden. Muss jetzt nicht unbedingt dich betreffen, kann auch dein familiäres Umfeld betreffen. Oder aber auch die Bereiche der Vitalität, ne? Möglicherweise ist hier auch so ein Thema, wo du mit einem Gegenüber Dinge zu klären hast. Das könnte um den häuslichen Bereich gehen. Das könnte etwas Formales sein, etwas, wo es tatsächlich um Ämter, Behörden geht. Möglicherweise hast du hier eine zündende Idee für deine Selbstständigkeit, ja, dass du dir irgendetwas einfallen lässt, wie du hier im selbstständigen Bereich Aufträge generierst oder dass dir ein gutes Angebot unterkommt, das dir auch Wurzeln bringt. Ich habe hier tatsächlich ein Thema für dich. Das mag jetzt speziell sein, aber es zeigt sich halt so, also sage ich es auch. Hier geht es um eine schicksalshafte Situation,
die du von deinen Kindertagen her bezüglich Vaterthema kennst. Du reflektierst vielleicht, warum funktionieren Beziehungen nicht. Es kann auch sein, dass jemand aus der Vergangenheit, von dem du schon getrennt warst, erneut auf dich zukommt. Es ist auf jeden Fall ein krasser Monat der Erkenntnisse, wo du auch dich nochmal so ins Vertrauen begibst, was deine Kindertage anbelangt hat, wie es jetzt in dir aussieht. Und das Vertrauen wird hier sehr stark gefragt sein. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, Situationen oder Wege in eine andere Richtung zu bringen, bei denen du sehr viel, ich sag mal, Kreuz getragen hast, wo dich auch einiges an Vertrauen gekostet haben, wo du dich vielleicht auch gefragt hast, warum passiert mir immer das Gleiche? Hier kommen Kreisläufe, hier gibt es Dinge, die wiederholen sich ständig und man fragt sich irgendwann, warum? Und das scheinen hier die nächsten 4 Wochen Erkenntnisse zu sein, die man so abnickt, wo man denkt, okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Nenn es hier glückliche, schicksalshafte Wende, auch auf den Beziehungsthemen an sich. Die ein oder anderen stehen vielleicht auch zwischen zwei Personen. Das heißt, ein neuer Mann ist auf dem Weg, jemand anderes hat noch eine gewisse Präsenz, sowas alles, ne? Okay, die Veränderungen, die hier für dich zu sehen sind, die beenden einen Zyklus, wo sich lange nichts verändert hat. Die lassen da Neues erblühen, vor allem vertragliche Bereiche, Beziehungsbereiche. Und die geben dir hier wieder Möglichkeiten, Dinge wachsen zu lassen. Die dir auch irgendwie so beständig wieder Ernte bringen. Dazu wirst du sehr viel kommunizieren. Hier kann es auch sein, dass du irgendwie so ein Thema mit einem Vorgesetzten kriegst, die nächsten 4 Wochen oder gar mit Arbeitskollegen, ne? Ja, hier sieht man es jetzt nochmal klassisch, ne? Irgendwas, was dein eigenes Wachstum behindert hat, vielleicht schon aus Kindertagen, vielleicht mit deinen Kindern, kriegt hier eine andere Richtung. Hier ist auch mal möglich, dass man so langjährige Freundschaften hinterfragt oder dass man mal kurzerhand sagt, puh, ich ziehe mich jetzt zurück. Hier gibt es Vertrauensprobleme. Es kann auch sein, dass du Brüder hast, die hier mit eine Rolle spielen. Ich sehe in der Reihe hier des Karma-Kreuzes und der Familie sehr die männliche Herkunftslinie als einflusshabend auf dich. Hier hast du vielleicht irgendwas, was dir den Blues auf der Herzebene macht. Und man sieht, dass sich das jetzt in eine Phase der Veränderung macht. Also es kann aber schon einhergehen damit, dass dir da auch große Schatten nochmal aufgezeigt werden. Der häusliche Bereich könnte ein Thema werden. Also sprich alle Themen im häuslichen Bereich. Einsteils Klärung von Elternthemen oder Sachen, die du für Eltern im häuslichen Bereich organisierst. Möglicherweise gibt dir hier ein Ehepaar oder irgendjemand eine Möglichkeit für einen schönen neuen Mietvertrag, einen Ortswechsel. Aber das geht hier sehr alles mit Einflüssen von außen einher, die ein bisschen hinderlich sind. Also es ist so ein Ding, wo man vielleicht auch noch Rat braucht oder Infos einholen muss. Möglicherweise hast du hier eins deiner Kinder, das dir hier ein Thema spiegelt. Was hier auch sein kann, ist, dass ein Kind von dir, das du längere Zeit nicht gesehen hast oder wo so distanzierende Situationen waren, wo mit Distanz einhergingen, dass da wieder was auf dich zukommt und es geht sehr viel um Entscheidungen, die auch deine Kinder betreffen können oder Freundschaften, langjährige Freundschaften. Ich sehe dich selber hier viel kommunizieren. Man macht sich so ein bisschen Gedanken um das Thema Finanzen.
Das hängt einem im Rücken, finanzielle Belastungen, finanzielles Weiterkommen. Hier kann es auch um Geld der anderen gehen, finanzielle Entscheidungen, die anstehen, die auch zum Beispiel wieder mit dem Thema Kinder zu tun haben, zum Beispiel Ausbildung, alles, was so mit Lernen zu tun hat, Kosten für Ausbildungen oder Kosten, die man auffangen muss, weil ein Kind zu wenig verdient, beispielsweise. Im eigenen Haus liegt bei euch der Berg drin. Das heißt, ihr wollt irgendwie weiterkommen, ihr setzt auch das Bötchen so an. Allerdings endet es immer wieder so an Themen, wo man einfach merkt, es läuft nicht glatt, ihr müsst noch ein Weilchen warten oder ihr wartet wieder auf Nachrichten, die euch dann den nächsten Schritt ermöglichen. Hier kann es unter anderem tatsächlich auch um Konflikt mit Arbeitskollegen gehen, mit einer Autoritätsperson, mit einem Chef. Hier liegt es so, dass auch an Familienthemen hier stark gearbeitet wird. Auflösung männliche Seite, Brüder, Männer, Väter, Ex-Männer, sowas alles kann hier einen Einfluss nehmen. Möglicherweise gibt es auch einen Konflikt mit dem Thema Geld im beruflichen Bereich, der dich dann ja, der den Impuls gibt, neue Wege zu gehen, Entscheidungen zu treffen, um dass du dir selber treu bleiben kannst, finanziell oder da auch dich nicht unter dem Wert verkaufst. Im Haus der Finanzen an sich liegen die Sterne drin. Also du kriegst hier Nachricht oder darfst mit einer Nachricht rechnen, die dir ein Go gibt, die die Dinge wirklich klassisch glücklich regelt. Auch wenn es Konflikte gibt, sind die gut zu regeln. Entscheide dich bei dem Konflikt für dich. Hier kann auch sein, dass es Kosten gibt, die können aus dem Bereich Tier kommen, also Tierarztrechnungen, sowas alles. Im Beruflichen hier nochmal sieht man so eine Bewegung, auch viel Kommunikation, etwas nimmt Fahrt auf, Einflüsse von außen. Und das Schöne ist für die nächsten 4 Wochen, dass ihr echt hier so möglicherweise auch mal eine Reise macht, dass ihr überrascht werdet, dass ihr etwas unternimmt. Ja, dass ihr einfach da, wo Beziehung stattfindet, wo Verträge sind, dass ihr da etwas in die Expansion bringt. Möglicherweise habt ihr auch einen guten möglichen Punkt, wo ihr in der Liebe wieder klar seht. Eben viele Männerthemen hier in der Reihe. Stabilität mit dem Gegenüber, Verbindung, Arbeit an Beziehungssachen könnten hier zum Thema werden. Allerdings liegt das Herz hier im Hause der Sicherheit und des Erfolges drin. Für einige gehen hier auch neue Türen auf. Sie lernen eventuell jemand kennen, der nahe am häuslichen Bereich liegt und kommen so in diese Situation der Versuchung. Die Liebe endet hier oben in der Sonne. Also du hast hier wirklich gute Möglichkeiten, aus einem Liebesblues was zu drehen, wo dir eben einfach das Herz wieder aufgeht. Dein Leben spricht irgendwie mit dir, ne? Das schubst dich hier auf verschiedene Optionen drauf, wo du Themen, die du mit dir hast, deiner Emotion oder schwankenden Emotionen, wo du auch irgendwie für dich einen Erfolg kriegst, ein anderer Frieden, ein Gefühl der Harmonie, der Stabilität. Allerdings nochmal, es geht ein bisschen mit Hindernissen einher. Hier öffnen sich auch neue Türen im Haus des Gegenübers. Ne? Es kann auch beide betreffen bezüglich Arbeit, Elternthemen,
Ja, was fällt für dich der Baldrian? Blicke auf zum Lichtstern. Hier haben wir ja so ein bisschen den Liebesblues und der Baldrian nimmt dir einfach die Angst und holt die Schatten ins Licht und hilft dir nicht gegen diese Schatten zu gehen, sondern sie zu integrieren. Und unten haben wir noch das Eisenkraut. Seelenwünsche erfüllen sich. Hier geht es auch sehr viel um Visionen. Wo möchtet ihr hin? Was darf umgesetzt werden? Wo habt ihr noch Wünsche, die ihr weggedrängt habt, die nicht erlaubt waren? Viele Konditionierungen der Kindheit sprechen hier auch mit. Okay, ihr Lieben, das waren so die nächsten 4 Wochen für euch. Ich wünsche euch einen schönen nächsten Monat. Ich drücke euch bis bald.